Hallo, ihr wundervollen Weihnachtswichtel. Ihr seid schlau. Und wir sind dumm. So, das war's dann auch schon wieder für dieses kleine Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Okay, ich gebe zu, vielleicht wäre es ganz sinnvoll zu erklären, warum ich dieses Video und diese Äußerungen treffe, mache, wie auch immer. Es geht darum, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir einen kleinen Adventskalender für euch gemacht haben und ähnlich wie im letzten Jahr gab es auch wieder ein kleines Gewinnspiel. Dieses Mal habt ihr etwas mehr Arbeit reinhängen müssen und zwar musstet ihr jeden einzelnen Clip schauen. Dann war immer ein Buchstabe drin in dem Clip, der war versteckt. Den habt ihr aufschreiben müssen und dadurch dann ein Lösungswort erarbeiten, welches dann am 24. gepostet werden sollte. Nun haben wir mittlerweile den 27. und der Grund, weswegen wir uns eigentlich gar keine Gedanken gemacht haben, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist, liegt in der Tatsache, dass es wirklich einige hervorragende Rätsler und Trooper gab, die es trotz Fehler unsererseits geschafft haben, die drei richtigen Lösungsworte zu finden. Und hier möchte ich einhaken. Es tut uns unglaublich leid. Bella hat es überprüft, Fadi hat es überprüft, ich habe es mehrfach überprüft und trotzdem ist es nicht aufgefallen, dass wir da Fehler eingebaut haben. Es gab also 24 Buchstaben und zwei davon sind falsch. Und das tut uns unglaublich leid. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, aber wir wissen genauso, dass derartige Dinge einfach nicht geschehen dürfen. Darum, hier blende ich euch ein. Es ist ein E zu wenig und ein H zu wenig, dafür aber ein N wie Nordpol und ein R wie Richard zu viel. Wir wissen nicht, wie es dazu kam. Es tut uns wirklich unglaublich leid. An diejenigen, die mitgerätselt haben und sich den Kopf darüber zerbrochen haben und dann irgendwann aufgegeben haben. Es tut uns echt leid. Sowas darf nicht passieren und es ärgert uns selbst unglaublich. Und deswegen geht ein riesengroßes Danke an den lieben Marcel raus, der mich deswegen kontaktiert hat und meinte, er rätselt jetzt schon wirklich tagelang und er kommt einfach nicht auf die Lösung. Und dann haben wir darüber diskutiert, dann haben wir rausgefunden, woran es hing. Und versuchen jetzt mit diesem Video eine Heilung zu bringen. Und ja, wir wissen, dass es einige gab, die schon auf die Lösung gekommen sind. Und die sind natürlich, ey, also ein Riesenrespekt davor, unsere Fehler durch eure Intelligenz auszubügeln. Das ist richtig, richtig klasse. Und natürlich werden die selbstverständlich berücksichtigt, also das ist einfach richtig krass. Aber wir möchten eben auch den Menschen eine Chance geben, die mitgemacht haben, aber eben die Fehler mit eingedacht haben, in dem guten Glauben, was ja euer Recht ist, dass wir alles richtig gemacht haben. Und dadurch, dass wir eben am Schluss nicht auslosen möchten und dann es heißt, ja, aber da waren doch Fehler drin, deswegen hier dieses Video. Ich hoffe, dass ihr uns das nachseht. Wir haben da wirklich viel Mühe reingesteckt und sowas darf dann halt einfach nicht sein, das ist uns klar. Deswegen hier jetzt nochmal die Tipps, welche ich jetzt einfach nochmal zusammenfasse, um euch den Lösungsweg zu erleichtern. Erstens, es ist eine weihnachtliche Phrase, die immer wieder gesagt wird, plus ein klitzekleiner Zusatz. Zweitens, es sind mehrere Worte, genauer drei. Dann, es ist ein OE mit drin, welches ja dann zu einem Ö wird, ihr versteht, ne? Und nochmal, es ist ein E und ein H zu wenig, aber ein N und ein R zu viel. Also das bitte einfach ausstreichen und dann vielleicht nochmal rätseln. Ich glaube an euch, ihr schafft es und ihr dürft es hier natürlich gerne drunter posten. Und ich gehe hin und mache das dann auch wie beim 24. Türchen. Die Kommentare werden zurückgehalten und mit den richtigen Lösungen natürlich, damit eben niemand vom anderen abschreibt. Und ich hoffe, dass eben das Ganze hier irgendwie das Ganze wieder etwas gut macht und den Fehler wenigstens im geringen Maß ausbügelt. Es tut mir nämlich wirklich unglaublich leid. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Frustration da kam, dass zunächst einige YouTube-Videos Probleme gemacht haben, wegen Codec oder parallelem Upload oder sonst irgendetwas. Und dann passiert das auch noch zum Schluss. Also das ist unglaublich ärgerlich und ja, tut mir einfach wirklich sehr leid. Und ich hoffe nochmal, dass das Ganze hier das wenigstens etwas gut macht.
So, an alle Rätsler, die es geschafft haben, es jetzt schon zu lösen, also bevor dieses Video hier entstanden ist, nochmal riesen Respekt, ihr habt es einfach mega drauf. Und an all diejenigen, die jetzt mitmachen, nochmal Daumen sind ganz, ganz fest gedrückt. Morgen am 28.12. um 23.59 Uhr und 59 Sekunden werden wir wieder Screenshots machen, um das Ganze dann auszuwerten. So Leute, das war's dann aber auch für dieses kleine Video. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf der Couch, im Blog oder bei irgendeinem anderen Video. Bis dahin, ciao.